Hallo Hessen, schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Ja, liebe Zuschauer, wie sieht es bei Ihnen mit Ihren Haaren aus? Wie zufrieden sind Sie mit denen? Sind die auch zu lang, zu kurz, zu dick, zu dünn, zu widerspenstig? Könnte auch bei Ihnen frisurentechnisch mal wieder was Neues kommen? Und welches Shampoo brauchen Sie für Ihre Haare für die besondere Pflege? All diese Fragen wollen wir heute klären mit unserem Experten im Studio, dem Starfriseur Marco Arena. Heute zu Besuch mit Model Lena. Also, wir wollen heute sprechen über die Trends, über die Haartrends im Frühling, im Sommer. Richtig, ja, ich möchte ein paar Stylings zeigen. Ich möchte einfach so ein bisschen Gefühl auf Neues geben und so ein bisschen darüber sprechen, wie sollte so die Haarpflege zu Hause aussehen und auf was ist zu achten. Das machen wir gleich. Ich freue mich schon. Um Schönheit geht es jetzt hier auch bei uns, nämlich um die Schönheit der Frisuren. Zu Gast Starfriseur Marco Arena mit Model Lena. Also, wir haben Frühling, da soll alles wieder ein bisschen neu werden, auch auf dem Kopf. Was sind so die Trends jetzt? Wenn wir also die Trends für 2012 uns anschauen, sind es keine eindeutigen Trends, so wie wir das in den 20er, 30er oder 60er Jahren hatten, sondern wir erleben mehr so Tendenzen, wir erleben Revivals, von Geflochtenem, das, was ich gerade hier zeige, das, was man vielleicht früher mal die Mädchen einfach nur so runterhängen hatten, das macht man jetzt ein bisschen angelehnt an vielleicht ein bisschen Oktoberfest, aber dann doch nochmal wieder ein bisschen neu gemacht, etwas lockerer, etwas mehr Fashion, wie man so neudeutsch sagt. Das ist zum Beispiel eine Sache, die man auf dem Kopf sehen möchte. Geflochtenes, nicht so ordentlich, einfach mit ein bisschen Struktur. Das heißt aber, Sie haben gesagt, es gibt jetzt nicht diese eindeutigen Trends. Nein. Mehr der Trend jetzt zum Individuellen so ein bisschen. Ja, also Tendenzen. Tendenzen, richtig. Also ich beschreibe das ganz gerne mal als eine Tendenz. Das heißt, es geht also grundsätzlich darum, wir sehen einzelne Elemente, die immer mal wieder auftauchen. Wir können das aus Interieur oder auch Outfits, Kleidung, Textil uns anschauen. Es gibt gewisse Stoffe, es gibt gewisse Muster, die einfach wieder kommen, die einfach wieder neu zusammengesetzt werden. Und so machen wir das auch bei Haaren. Ja? Wir beschreiben mehr, wenn wir über Trends reden, welchen Stil möchte eine Frau heute haben. Und wenn wir Mode zum Beispiel betrachten und Haarmode, sehen wir sehr, sehr stark so diesen typischen weiblichen Typ, lange Haare, bewegte Haare, weiche Haare und im Kontrast dazu eigentlich eher so dieser härtere und etwas maskulinere Typ. Ja? Kurze Haare, sehr, sehr buschikos, sehr, sehr ausdrucksstark. Das sind so zwei Tendenzen und Trends, die wir momentan für 2012 festlegen können. Aber bei geflochtenen Haaren denken wahrscheinlich manche Zuschauerinnen, ach, so sah ich auch früher als Kind aus, oder? Also es ist wirklich so zur Vergangenheit wieder hervorholen. Ja, das auf jeden Fall. Es geht natürlich so ein bisschen um die Art und Weise, wie man es gemacht hat. Ja? Mhm. Wenn ich mal sage, okay, wir blicken 20 Jahre zurück, dann wäre es nicht möglich gewesen zu sagen, okay, ich mache das jetzt hier mal so ein bisschen unsauber und mache das so einmal rundherum. Dann hätte man dazu geneigt, okay, ich muss das alles ganz ordentlich machen und jedes Haar nebeneinander legen. Und genau das ist das, was wir heute eigentlich nicht mehr wollen. Wir wollen nicht mehr so dieses ein Haar wie dieses das ganz strenge. Genau, friseurig, okay. Wie man so schön sagt. Ja. Es darf so ein bisschen ungleich sein, es darf so ein bisschen rausgucken. Das ist ja auch das, wenn wir uns die Fashion-Shows anschauen und diese Zeitschriften durchblättern, was wir eigentlich sehen. Das heißt, das kommt aber auch denen zugute, die eben nicht zum Friseur gehen, um die Haare zu flechten, sondern es zu Hause selbst zu machen. Ne? Also das man muss das, es nicht so richtig das eigentlich ist das nicht so Ziel, können. Genau, ja. Richtig. Es ist eigentlich deutlich einfacher für den Endverbraucher zu Hause so etwas zu tun. Ich gebe immer wieder den Tipp, geht ins Internet rein, schaut einfach mal, wie andere das machen, tauscht euch einfach aus. Und es ist total simpel, wirklich selbst zu erlernen, wie man flechten kann und wie man das Ganze einfach auch anordnen wie kann. Wie sieht es aus mit Haarfarben? Gibt es da Trends? Im Bereich der Haarfarben gibt es auch Trends. Wir können für 2012 sagen, es darf bunt werden, aber es darf nicht bunt werden in der Art und Weise, dass wir jetzt plakativ irgendwo an einer Stelle eine Farbe packen, sondern es geht dabei einfach um fließende Verläufe. Und wenn wir über einen ganz besonderen Trend reden können, wenn es um Haarfarbe geht, ist es der Trend, dass die Längen und Spitzen heller werden. Das heißt also, auch hier können wir es ganz gut sehen. Sie hat eigentlich hier unten einen deutlich helleren Ton, als das, wie es am Ansatz kommt. Ja? Und das kann man bis zum großen Unterschied, dass man sagt, man hat es blond unten in den Längen und Spitzen und man hat es am Ansatz dunkel. Das ist das, was wir momentan sehr, sehr stark sehen, wenn wir die diverse Magazine aufklappen und mal schauen, was denn unsere Celebrities so tun. Jetzt ist ja Lena noch eine junge Frau. Wie sieht es aus bei zum Beispiel den Frauen so ab 50? Gibt es da auch Trends oder Tipps? Welche Haare? Ich wollte gerade sagen, also ich sehe es eher mehr als einen Tipp, wobei es hat eigentlich mit dem Alter nichts zu tun, sondern es hat damit was zu tun, wie eine Frau sich eigentlich gerne positioniert, sie sich gerne nach außen zeigt. Ja? Wenn ich mir vorstelle, eine Frau 50
total aktiv, total sportlich, erfolgreich im Job, ja? Warum soll die nicht genauso ausgeflippt und Power rausgehen und eine tolle Frisur, die super fransig mit verschiedenen Farben ist, tragen, ja? Die Frage ist nur, möchte diese Persönlichkeit diese Wirkung haben und sagt sie, nee, ich fühle mich eigentlich viel, viel natürlicher, ich möchte natürlich in meinem Job auch ein gewisses Standing haben, dafür ist es natürlich einfach auch wichtig, eine gewisse Klassik zu haben, ja? Also, okay, das heißt aber, man soll das machen, womit man sich wohlfühlt. Richtig, das ist das auch ein bisschen zum Typ passt. Richtig, also es geht grundsätzlich heute eigentlich darum, etwas zu kreieren, was zum Typ passt. Es ist viel, viel wichtiger, dass man das Passende zu seinem Leben findet, ja, und nicht darauf achtet zu sagen, okay, ich habe jetzt das und das in der Zeitschrift gesehen und das muss ich genau jetzt umsetzen. Da besteht die Gefahr, dass es eigentlich eher nach hinten losgeht. Ja. Aber das heißt, wenn es nicht einen ganz klaren Trend gibt, sind wahrscheinlich auch manche verunsichert. Was passt zu mir? Was soll ich machen? Es sind bestimmt viele verunsichert, ja. Ich würde halt einfach jedem da draußen empfehlen, sich ein bisschen darüber Gedanken zu machen, wenn ich also jetzt hier mit einem Zopf arbeite oder wenn ich über die Farbe Blond nachdenke. Blond hat ein gewisses Image und auch der Zopf hat ein gewisses Image. Wenn ich einen Knoten mache, wenn ich aussagen. Was möchte ich aussagen? Okay. Das steckt dahinter. Alles klar. Ja, liebe Marco Arena, Starfriseur, unser Experte. Die Frisur von Lena ist jetzt fast fertig. Ja, letzten Züge. Ich habe es noch so ein bisschen Finish gemacht. Das passende Spray doch mal drauf gemacht, dass das Ganze gut hält. Ja, und so könnte sie losziehen, wenn der Frühling und die Sonne startet. Jetzt ist ja die Frisur das eine, aber die richtige Haarpflege ist das andere, ne? Richtig. Müssen es, mal ganz ehrlich jetzt, immer die teuren Friseurprodukte sein? Also ich sehe ganz klar, der Preis ist nicht das, was ausschlaggebend ist. Grundsätzlich sehe ich den Faktor, dass man das Passende für sich selbst finden muss. Das heißt also, man trifft viele, viele Menschen, die sagen, ich habe da das Richtige gefunden, ich habe da das Richtige gefunden. Man sollte irgendwann mal wissen, was für einen gut ist. Ja, das heißt, es gibt gewisse Inhaltsstoffe, die für trockene Haare gut sind, für farblich behandelte Haare gut sind. Aber das ist gar nicht so einfach. Ich gehe in eine Drogerie und auf einmal sehe ich da eben das Riesenregal mit zig Shampoo-Sorten zum Beispiel. Woher weiß ich denn, welches Shampoo für mich oder für meine Haare das Richtige ist? In dem Falle kann ich eigentlich nur sagen, sollte man eigentlich schon den Fachmann aufsuchen und sich ordnungsgemäß beraten lassen. Das ist nun mal der Unterschied zwischen einem Fachhandel und einmal natürlich dem Drogeriemarkt, der natürlich die breite Palette anbietet. Das hat nichts mit gut und schlecht und das noch besser oder hin und her. Aber ganz klar, ein hochwertiges Produkt, welches ich mit der passenden Beratung letztendlich wo kaufe, hat natürlich einen ganz anderen, sage ich mal, einen ganz anderen Wirkungseffekt, weil ich natürlich ganz klar auf meine Haare was Abgestimmtes habe, als das, wenn ich natürlich irgendwie mal blind kaufe. Ja? Okay, aber wenn ich jetzt trotzdem auch mal schauen will, was ich brauche, woran erkenne ich denn, ob ich jetzt zum Beispiel trockenes Haar habe oder fettiges Haar? Okay. Kann man das sehen? Kann man das fühlen? Also ich denke, gerade wenn wir jetzt den Bereich der Frauen anschauen, ich denke schon, dass die sehr, sehr schnell erkennen, okay, sind meine Spitzen kaputt? Habe ich Fliss unten drin? Blondiere ich viel? Mache ich sehr, sehr viel Farbe? Und man merkt, sind sie strohig oder sind sie eher, sage ich mal, dass ich kein Volumen habe? Da ist es so, dass ich ganz schnell zum Punkt komme und sage, okay, da muss Feuchtigkeit rein. Da sprechen wir von diversen Ölen, die wir in das Haar reinbringen können, um wirklich dort den optimalen Zustand zu erreichen. Macht das denn Sinn, zum Beispiel auch ab und zu eine Haarkur zu machen? Oder ist das nur also auch ein Marketing-Gag? Das ist kein Marketing-Gag, es ist eine absolut wichtige Geschichte, je nach Haartyp. Also es gibt Haare, die natürlich einfach chemisch sehr, sehr stark behandelt worden sind über Farbe. Oder die sollten dann eher eine Kur. Ja, oder natürlich die Haare, die von Natur aus sehr, sehr trocken und natürlich sehr, sehr kurselig und sehr, sehr stark lockig sind. Ja, ich denke so an die Frau mit starker Naturkrause, ja, die eigentlich sich danach sehnt, tolle, seidige, glänzende Haare zu haben. Wenn die nicht passend ihre Haare pflegt, wird sie erstens nicht mehr durchkämmen können, ihre Haare, und schön aussehen werden sie auch nicht. Und ganz klar ist, es gibt für jeden eine Haarkur. Ja? Für den einen ist es notwendiger, weil er sonst seine Frisur gar nicht mehr hinkriegt. Und für den anderen sagt man, okay, das langt vielleicht, wenn du mal zum Friseur gehst, das zu machen. Und dann solltest du zu Hause einfach nur einen Conditioner verwenden, der einfach den pH-Wert absäuert, so wie wir das aus der Kosmetik auch kennen. Wenn wir nach einer Reinigung des Gesichtes einfach nochmal mit einem Gesichtswasser arbeiten, gibt es das auch für die Haare. pH-Wert absäuern, Schuppenschicht schließt sich, Oberflächenpflege drauf. Wunderbar, das sollte ein Muss sein. Was merken Sie eigentlich so in Ihrem Alltag? Sind eher Frauen eben hinterher, ihre Haare zu pflegen als Männer? Sagen Männer oft, ach, bei meiner Frisur reicht auch einmal waschen? Ich
bin mir sicher, dass das früher mal anders gewesen ist. Heute ist das längst nicht mehr so. Der Mann hat für sich selbst erkannt, dass Beauty und gut aussehen auch für ihn heute im Job einen sehr, sehr wichtigen Standpunkt eingenommen hat. Und auch der Mann kommt zu uns in den Salon und sagt ganz klar, meine Kopfhaut fettet oder ich habe zum Beispiel Schuppen, das rieselt mir hier so runter, das Gel hält nicht. Also da sind die Bedürfnisse genauso da. Also die Männer haben sich da auch verändert. Absolut. Wie sieht das aus jetzt im Frühling, kommt die Sonne heraus oder wenn ich in den Sonnenurlaub fahre, zum Beispiel nach Hawaii, um Ukulele zu spielen oder so. Was muss ich dann mit meinen Haaren machen? Muss ich da die besonders schützen? Wie ist das? Wenn wir von einem kurzen Haar sprechen, sage ich ganz klar, die werden relativ schnell geschnitten. Da ist natürlich die Belastung auf das Haar nicht so groß, als wenn wir natürlich von langen Haaren sprechen. Welche Frau also lange, lange Haare hat und womöglich gesträhnt, gefärbt, vielleicht im Rotbereich, besteht natürlich die Gefahr, dass die Haare sich sehr, sehr schnell durch die Sonne, durch das Salzwasser, durch das sehr, sehr oft häufige Haare waschen, natürlich stark austrocknen. Ja, die UV-Strahlen strahlen auf das Haar ein und das sorgt natürlich dafür, dass die Brillanz weggeht. Und da ist es schon notwendig, dass natürlich gekurt wird. Ja, das passende Treatment ist da schon notwendig. Und es gibt natürlich die Tatsache, ich könnte meinen Hut aufziehen, wenn ich weiß. Also schützen und pflegen. Absolut. Okay, vielen Dank fürs Erste. Ja, liebe Zuschauer, wir zeigen Ihnen ja in dieser Woche Traditionsgeschäft. Marco, waren Sie schon mal auf Hawaii? Wie ist das? Noch nicht, nach den Bildern muss ich vielleicht dann doch mal hin und Ukulele spielen. Scheint schön da zu sein. Ja, absolut. Jetzt gibt es ja da auch die Mädchen, die die Hibiskusblüten, glaube ich, im Haar haben. Ist das auch was für hier, dass Frauen sich eine Blüte ins Haar machen? Wie ist das? Auch das sehen wir in der Mode, gerade so, wenn natürlich das tolle Abendkleid getragen wird oder wenn wir zum Beispiel an den schönsten Tag im Leben denken, wenn es um die Hochzeit geht. Da sind Blumen auch etwas, was wir ja in Haare reinmachen und da kann man so sagen, das hat natürlich so ein bisschen was mit, ja, auch mit Weiblichkeit und mit unberührt zu tun, diese tolle Blume einfach reinzustecken. Also ich gehe mal rüber zu unserem Experten, dem Marco Arena, Starfriseur und seinem Model, der Lena. Marco, Sie frisieren ja sehr, sehr vielen Prominenten die Haare. Da haben wir Lena Gerke zum Beispiel, das Topmodel. Die Schwester Jana war übrigens bei uns diese Woche auch schon im Studio. Cool. Sehr nette junge Dame. Wen haben Sie noch? Die Geschwister Hofmann, zum Beispiel Schauspielerin Sophia Tomalla. Also sehr, sehr viele Prominente. Kommen die zu Ihnen nach Freigericht oder wo treffen Sie die? Meistens ist es so, dass die Zeit natürlich bei denen sehr, sehr knapp ist. Und unsere Arbeit liegt natürlich auch darin, natürlich mit diesen Künstlern zu reisen, ja, zu den passenden Veranstaltungen natürlich unterwegs zu sein. Und das ist ja das, was für die ja wichtig ist. Ja. Es geht darum, wirklich den passenden Look in dem Moment zu haben, wirklich Backstage, den vertraute Persönlichkeit dabei zu haben und zu sagen, okay, du siehst gut aus, du kannst losgehen und vor die Kamera gehen. Ja. Ich weiß, jetzt dürfen Sie nicht allzu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber wie schwierig sind denn die Damen, wenn es um das Styling geht? Na gut, man muss ganz klar sagen, es ist ein schwieriger Job, ja, weil diese Persönlichkeiten definieren sich natürlich sehr, sehr stark über ihre Optik und sie wissen genauso wie jeder andere auch, wenn irgendwas nicht sitzt und irgendwas nicht richtig liegt und dann haben wir morgen früh, dann können wir die Zeitschrift aufklappen und dann steht da, ach, guck mal da, was hat er denn jetzt gemacht und wie sieht sie aus und das wollen die natürlich nicht, es soll natürlich immer alles perfekt sein, man muss tricksen also da, man wo muss, man kann. Ja, okay. Absolut. Und dementsprechend ist es natürlich ein heikles Thema, man hat ein bisschen auch die Aufgabe, eine Betreuung mit demjenigen durchzuführen. Also Friseur ist auch ein bisschen Psychologe, oder? Absolut, das ist vollkommen richtig. Ja. So, jetzt wollen wir aber mal über die neuesten Trends sprechen, jetzt im Frühling. Sie flechten gerade, der Lena, die genau, Haare. Richtig. Ist das jetzt ein Trend? Auch das ist ein Trend. Also wir haben vorhin schon im ersten Runde ja darüber gesprochen, flechten generell, geflochten ist auf dem Kopf. Was wir jetzt hier machen, klar, wir wissen alle, wir haben nicht jeden Tag Zeit, längere Haare irgendwie dann wahnsinnig toll zu locken und zu machen. Und wie sind die jetzt geflochten? Also ineinander? Genau, das ist letztendlich ein Fischgrätenzopf. Auch das gibt es schon ewigste Jahre. Auch das erleben wir dann im Revival. Wir haben letztendlich immer immer eine Strähne, die ich zur Mitte lege. Und dann das Ganze auf der anderen Seite auch wieder einmal zur Mitte. Also wirklich noch einfacher eigentlich als flechten. Immer von außen nach der zur Mitte und wieder so rum. Ist das jetzt auch so ein bisschen dafür da, dass die Frauen das auch zu Hause selber machen können? Weil immer, ich meine, immer zum Friseur rennen ist ja... Grundsätzlich ist meine Intention, wenn ich einen Kunden berate oder auch bediene, ihm immer etwas für zu Hause mitzugeben. Und das ist ganz klar mein Ziel. Sowas muss der Endverbraucher selber machen können, ja, um wirklich auch mal das Gefühl von was anderem zu kriegen. Ja, wenn man gerade so lange Haare hat, die haben natürlich ein gewisses Gewicht. So einfach ist es nicht, die irgendwo hinzupacken. Das heißt aber, viele ältere Zuschauer werden jetzt wahrscheinlich sagen, Mensch, geflochtene Haare hatte ich schon früher auch zur Schulzeit. Das heißt,
Altbewährtes kommt irgendwann auch wieder. Immer wieder. Wir sehen Altbewährtes in ganz, ganz vielen Bereichen von Mode, die wir immer wieder sehen. Wenn ich an die Schulterpolster denke, die jetzt gerade ihr Revival wieder haben, wo man denkt, mein Gott. Ehrlich? Schulterpolster? Schulterpolster. Wir sehen bei vielen Designern wieder. Oh, und Gott. Der eine oder andere fängt schon damit an. Moment, darf ich mal kurz gucken? Nee, das ist alles. Das ist alles Muskelmasse. Okay. Für den Mann vielleicht nicht unbedingt, okay. Ja. Aber gab es auch schon? Gab es auch schon. Miami Vice? Ja. Oder? Ich erinnere mich. Absolut, das war schlimm. Absolut. Das war richtig schlimm, ja. Okay, wie sieht es aus mit der Haarfarbe in diesem Frühling? Was ist da so der Trend? Auf keinen Fall einheitlich, das kann ich so als Grundregel sagen. Ist es generell so, dass es nicht mehr den einen Trend gibt, sondern es nur Tendenzen gibt, also mehr so, jeder soll so ein bisschen gucken, wie es ja ihm passt. Also das kann ich in so 100% eigentlich nur zustimmen. Es gibt keinen eindeutigen Trend, weil jeder Mensch natürlich sich irgendwo individuell zeigen würde. Stellen Sie sich vor, wir hätten einen Trend und es würde jeder gleich rumlaufen. Wir hätten dann ein Problem, ja, weil irgendwie die Ausstrahlung natürlich immer sehr, sehr sortiert wie in einer Reihe gleich wäre. In dem Moment, das wäre ja langweilig, stimmt. Das wäre ziemlich langweilig. Jetzt haben wir aber hier die Lena sitzen, eine junge Dame. Wie sieht das aus bei den Frauen, die zum Beispiel ab 50. Mhm. Was gibt es da für einen Trend? Haben Sie da einen Tipp, wie die ihre Haare machen sollen? Eher lang, kurz? Auch da ganz klar kann man auch nicht eindeutig sagen, lang oder kurz. Eine Frau ab 50, ich bin so immer so jemand, ich sage, okay, also das Alter spielt für mich eigentlich keine Rolle. Ich schaue mir denjenigen an, okay, in welcher Position des Lebens steht er? Ja, was sind seine Gegebenheiten? Ist das jemand, der täglich in Sport geht und sagt, okay, ich brauche nichts lang Geföhntes. Es muss was sein, was ganz, ganz schnell geht. Es könnte aber auch derjenige sein, der richtig im Business ganz aktiv ist und das muss ein ganz toller geschnittener Bob zum Beispiel sein. Ja, oder es muss ein Kurzhaarschnitt sein, ja, ein betonter Hinterkopf. Also sich beraten lassen von einem Fachmann und absolut dann... Absolut, richtig. Und dann nach dem Typ. Wie sieht das aus bei Männern? Ich habe zum Beispiel dicke Haare, bin schon mit der Frisur auf die Welt gekommen. Trotzdem noch modisch oder müsste ich auch etwas Neues machen? Absolut modisch. Sagen Sie nichts? Nee, sagen Sie. Okay. Ja? Ich könnte was dazu sagen, um Gottes Willen. Ja. Okay, seien Sie ehrlich. Okay. Ich bin ganz, ganz ehrlich. Sie haben einen gepflegten Haarschnitt und das ist erst mal die Devise Nummer eins. Ja? Letztendlich gepflegt auf dem Kopf rumzulaufen. Ja? Okay. Und das ist das, was wichtig ist. Ob das Ganze jetzt ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer ist. Ja? Es geht ja auch um die Gegebenheit Haar. Aber länger. Ich habe so dicke Haare, denn ich wollte die wachsen sagen. So, dann sehen die aus wie so ein Beagle. Nee, genau. Es geht ganz klar um die Gegebenheit Haar und die ist bei Ihnen nun mal gut vorhanden und viel vorhanden. Deswegen ist da kürzer einfach besser. Okay. Also wir halten mal fest, jeder soll so rumlaufen, wie es für seinen Typ passt. Richtig. Hauptsache gepflegt. Absolut, richtig. Okay. Und es kann auch ein bisschen spannend sein. Ich habe mal ein paar Accessoires mitgebracht. Ich finde gerade für den Sommer, wenn es losgeht, kann es einfach auch mal ein netter Haarreif sein, den man reinpackt. Ah ja. Ja, um da einfach auch noch mal einen Pep zu geben. Also einfach mal was anderes, nicht immer jeden Tag das Gleiche. Genau, richtig. Eine große Sache, die ich auch noch sehen werde, ist Haartücher. Ja. Auch die werden wieder sehr, sehr stark in Mode kommen.